Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. PAOK Saloniki gegen Helsinki. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. So langsam wird es gefährlich. Sie versuchen es. Gefährlicher Ball, aber das macht er sicher. Taucht runter mit vollem Einsatz. Verhindert er da das Gegentor. Ja, das ist die kurze Variante. Oh, er kann klären. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Er könnte das Führungstor machen. Einfacher Ball hier für den Torwart. Den fangen sie ab. Das könnte gefährlich werden. Riesenchance. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke kommt. Erstmal der Befreiungsschlag. Chance zur Führung. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für Sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er spielt steil. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Nelson Oliveira. Sie ziehen davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er passt gut auf und hat den Ball. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus. Sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Aktuell haben sie den Ball nicht. Defensivarbeit ist erstmal angesagt. Er hat die Chance. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Nelson Oliveira. Khaled Nari. Da ist die Chance. Es läuft für sie. Er macht das Tor. Neue Führung damit also. 2 Tore. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. So, was machen Sie draus? Das war eng, aber er hat ihn. Die Chance jetzt. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung.
Er ist heute einer der auffälligsten. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen Sie überhaupt nicht zurecht. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Geht dazwischen und hat den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Klasse Zuspiel. Klasse gespielt. Sie gehen hier dem Sieg entgegen. Nächstes Tor, Führung damit auf 3 Tore erhöht. Vier-eins jetzt also. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ganz energisch. Klasse! Chance zur Befreiung. Ball beim Torhüter. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wichtige Aktion. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Gefährlich jetzt. Chance lebt noch. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Klasse Pass. Jetzt hat er den Ball. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Da kann nichts mehr passieren. Dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Jetzt können sie kontern. Er holt sich den Ball. Schönes Dribbling hier. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Super durchgesetzt. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird es zu eng. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg.